Ich finde, dass dieses Intro jetzt, wir sind beim Intro Flummi, komplett von Flummi alleine gemacht wird, weil das die Session war, wo nur Kaban und Billy gespielt haben. Haben wir aber schon mal gehabt, war nicht so der Bringer, willst du das wirklich? Ja, das ist immer voll gut. Es gibt doch wieder nur Flummigor. Was, Flummigor? Flummigor ist rum. Ja, ja, ich weiß. Das war schön. Also, du bist dran, Flummi. Go. Mir fällt kein toller Introsatz ein. Das hätte mir doch er sagen müssen, damit ich meinen tollen Introsatz hätte ausdenken können. Du kannst ja immer noch... Es ist ja nicht, dass die Aufnahme irgendwie gecapped ist jetzt. Das stimmt. Vielleicht fällt also mir noch einer ein. Aber irgendwie wollen die ganze Zeit jetzt, dass ich das Intro alleine mache, damit ich ausnahmsweise mal nicht vergesse, dass wir im Intro sind, so wie ich das im letzten Intro schon wieder... Also eigentlich habe ich es nicht so richtig vergessen. Ich habe es nur stellenweise mal aus den Augen verloren, so wie das halt immer mal so passiert. Jetzt ist über ein Jahr rum. Ich schäme mich immer noch nicht. Trolli pennt, weil der eine dumme Sau ist. Und sowieso keine Ahnung hat, was der macht. Und ein schändlicher Lump ist. Und ein dreckiger kleiner Wichser, der zu wenig Spaß am Leben hat und es deshalb sadistisch quält. So. Und was hatte das jetzt mit irgendwelchen Intrin oder Outrin zu tun? Gar nichts, ich wollte das nur mal sagen. Und da ich jetzt hier nicht unterbrochen worden bin, dachte ich, ich nutze das einfach mal als irgendwie als Plattform, um das loszuwerden. Das Intro trägt übrigens den Titel Was gesagt werden muss. Von Flummi Grass. Das fühle ich mich schlecht. War jetzt zu sophisticated, oder? Nee, ich habe das schon verstanden. Du kaufst jetzt Günther Grass und setzt es was. Viel Spaß und bleib geil. Bis ausmachen jetzt. Auf meinem Kalenderblatt steht 7. Februar Mittwoch. Ist das irgendwie richtig? Ist eigentlich vollkommen egal. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich war so lange nicht da. Du. Nee, aber ist auch vollkommen egal. Ihr habt einen Monat Zeit. Das ist keine richtige Zeitsache. Pass auf. Du hattest ja noch du hattest ja den Abend noch mit Jojo in der krassen Gamer-Lounge. Ja, nee, ich war ja passiv, ich war ja nur online mit dabei. Ja, ja, aber du warst ja dabei und musstest dir aushelfen bei ihrem Gameplay und so. Jo, dann musste ich weg. Dann musstest du weg. Unabhängig davon, wie du jetzt noch die Nacht gestalten willst oder ob du das tun willst, du bekommst am nächsten Morgen die Nachricht, dass ihr Bruder sie braucht, weil die Nazis um dich rumstressen und da wird jetzt jede harte Hand und auch ihre benötigt. Das heißt, da sich das ja dann vielleicht verzögern könnte mit eurer Aktion, das ist dann nicht so schlimm. Das sieht euer, ich sage nicht euer Johnson, das sieht da ein, dass das alles kein Problem sein kann. Und sie, was sie derzeit macht, ist noch mit dem Guy über den Spielchat ein bisschen chatten. Ich habe natürlich selbstverständlich nicht den Namen von dem Guy vergessen. Und genau. Der Anna halt. Gott, der Anna. Genau. Und ganz zufällig ist es auch so, es ist wirklich ein grandioser Zufall, dass seine Eltern seinen Ausflug spitz bekommen haben und die finden die gar nicht so gut. Also sein Vater wird ihn mit auf die Jagd nehmen als Strafe, wird mit ihm auch nochmal einen Besuch in der Kaserne dann in den nächsten Tagen ableisten. Also der wird richtig Spaß haben jetzt. Ohne uns! Oh ja, ohne euch. So, außerdem kommt von Kaban die Meldung, dass seine Rektaldetonationen sich inzwischen einigermaßen, von Nuklear besser auf Knallerbse umgestellt hat. Richtig. Es drückt manchmal noch ein bisschen, aber man kann damit leben. Hat Kaban eigentlich den Nachteil Hämorrhoiden, wenn er so explosive... Bald. Bitte? Bald. Oh, bald. Okay, Moment, hier kommt gerade jemand nach Hause. Mach du mal mit Kaban was. Mach mal was mit Kaban. Ich stecke mit rein. Kaban! Mach du mal mit Kaban. Bei dir. Oh. Ja. Ist es so? Ich desinfiziere das Klo. Das ist nötig. Also es ist wirklich nicht klar, auch nach längerer medizinischer Fachliteratur, wie Norovirus oder sowas ähnliches ins Gewässer kommt. Aber ist halt so. Gerade in einem sehr unterkühlten Gewässer. Das muss man ja noch dazu sagen. Ja, genau, das ist das Nächste. Also es ist wirklich unfassbar, was da wieder und so weiter. Es ist eine Schande, dass der Ork missbraucht wurde. Des Weiteren findest du übrigens auch so nebenbei, man hat ja Zeit auf dem Klo, wenn es einem dann nicht mehr so schlecht geht, aber man ist erschöpft, dann kann man gerade noch so ein bisschen googeln.
Die meisten Bodyguards müssen nicht den Sitz der Frauen abwischen, bevor sie sich irgendwo hinsetzen. Sie müssen ja auch nicht die Schuhe lecken oder zubinden. Nur das so, sie hat mich völlig verarscht. Ja, vielleicht ist das ja bei Seda so, so genau. Hast du das da jetzt nicht rausgefunden? Aber es ist nicht unbedingt üblich, dass das der macht. Das kommt manchmal vor, aber eigentlich bei der Gehaltsklasse. Du bist ja kein Diener, du bist ja ein Aufpasser. Weißt du? Schlamm, allesamt. Außer Mutti. Jo, das ist richtig. Kontra. Wenn ich nur ein schlechtes Wortspiel heute höre, ne? Dann kommt das von mir. Okay, tut mir leid. Vermutlich, wie alle anderen schlechten Wortspiele auch. Ja, darauf wollte ich hinaus. Also, das ist das, was du noch neben deiner impulsiven Phase so mitbekommen hast. Was die anderen beiden getrieben haben, das ist nicht ganz klar. Dann lass ich mich doch mal kurz briefen, ne? Also schreib eine Nachricht an die beiden. Bin wieder fit. Wie sieht's aus? Wo treffen wir uns? Bring mich mal auf den neuesten Stand. Von Flummi kommt die Nachricht, die ich gerade so ungefähr, ne? Mhm. Zurück. Und kriegst du eine Nachricht, pass auf dich auf, Kleine. Kommt garantiert irgendein dummer Spruch und so, den ich jetzt nicht imitieren kann. Naja, dumme Sprüche bin ich ja gewohnt. Sehr gut. Und Düse sagt einfach gar nichts. Das ist okay. Was? Nee, was soll die denn sagen? Willi, komm zurück. Was ist los? Was liegt an, Herr Kaloil? Ja, das habe ich dich gefragt. Ach so. Ich bin doch krank gewesen, Mann. Ich brief dich mal. Du bist die ganze, bist die ganze Zeit krank. Kann man da bei dir hin, ohne dass man ins irgendwelche Ebola-Zentrum... Ich komm zu dir. Oder? Ich hab jetzt mal gerade desinfiziert. Nee. Ich hab grad geputzt. Nee. Frisch gewischt hier. Nee, du kommst nicht. Wir treffen uns im Papagei. Waren wir da schon mal zusammen? Ich glaube, da warst du ja schon mal. Da, wo es die Salzbrezelchen gibt und... Klar, die Salzbrezelchen. Na, der ist halt ein normales Tripper Club. Vielleicht ein bisschen friendly, GLTF. Aber ja, eigentlich... Läuft. Treffen uns da. Na, dann los. Wollt ihr es, ja? Sau gut. War mir nicht sicher. Okay. Kommt an. Es ist so wie immer, bloß mit Regen. Was? Oh. Es regnet? Oh. Also es ist eher so eine Art Hagel, aber. Ja, aber die haben ja Gott sei Dank ein Dach, damit man das Auto. Entscheid dich mal, nicht. Hagel oder Regen? Es ist eher so eine Art Regen bei Dys und bei dir ist es Hagel. Ah, danke. Ich hatte Glück, ich habe gerade Edge gewürfelt. Richtig. Man sagen sollen, es waren 4 Erfolge. Ja, bei 3 Edge auf jeden Fall, immer 4 Erfolge. Richtig. Ja. Oh, nee, aber kommt an. Ich such mal ein schönes Plätzchen für uns im Papagei. Es vermutlich so gegen Mittag sein wird, ist auf jeden Fall noch ein richtig gutes, gemütliches Plätzchen da. Also in anderen Worten, der Laden ist leer. Der Laden ist tatsächlich nicht ganz leer. Mittags sind noch welche da, die gerade wieder in der Lage sind, sich rauszubewegen, so halb. Über Nacht geblieben sind und so ein paar asiatisch-stämmige Niedriglöhner, die wohl touristisch unterwegs sind, sich vorzubilden, wie das bei Russinnen so alles aussieht. Aber ansonsten, also es ist schon relativ leer, ja, aber es sind noch ein paar Leute da. Und das Plätzchen ist halt nahe der Boxen, sodass man euch nicht so gut versteht, wollte man euch belauschen, aber dazu noch todesbequem. Ja, das muss doch sein, oder? Richtig. Nur das Beste für die Besten. Sein. Nur die Besten sterben. Ach, jetzt kennt ihr wieder keine Onkels außer mir. Doch, zum Glück bin ich nicht der Beste. Na je. Ich will noch lange leben. Anfänger. Ja, hallo Kaban. Wie geht's dir denn, mein Bester? Setz dich doch mal hier hin zu mir. Warum stehst du denn da so jetzt da rum? Die Puperze brennt. Immer noch? Kennst du ja. Hast du mal Hämorrhoidencreme probiert? Die soll doch kühlen da mittlerweile. Ja, die ist schon drauf. Aber, ne? Egal, wechseln wir das Thema. Was habt ihr gemacht bis dato? Quick Recap. Wir haben... Also, Jojo hatte Annäherungsversuche mit dem jungen Prinzen. Und? Hat geklappt oder hat sich's versaut? Nö, hat eigentlich ganz gut geklappt. Soweit ich mitbekommen habe, haben die noch die ganze Nacht gechattet miteinander. Die hatte so ein leichtes Funkeln in den Augen, gell?
Sag ja. Man soll, das ist so ein Helsinki-Syndrom, was die noch kriegt, Alter. Wie das jetzt funktioniert, weiß ich auch nicht. Ja. Solange wir sie, wir ihnen den trotzdem den Hund abnehmen können, ist ja alles gut. Was? Den Köter. Was für ein, ach so, ja, nee, das wird schon, jetzt, ist klar, was Mann. Was für ein Köter? Ich dachte eben gerade, du bist so eine Wutz, kein Köter, aber das macht ja nichts. Nee, aber was ich sagen wollte, ist im Endeffekt, dass sie halt im Prinzip da jetzt alle Fäden eigentlich in der Hand hat. Aber der Kleine ist sowieso momentan gerade irgendwie von Papa unter die Fittiche genommen worden, weil wir haben es so angestellt, dass der halt abgedreht ist und dann ist er nach Moskau gefahren auf ein Spielkon. Also ich habe den Host abgestürzt und dann hat Jojo mit dem die ganze Nacht gezockt. Und ich muss dann auch nochmal weg. Da gibt's ein paar Probleme bei mir, um die ich mich kümmern muss irgendwann mal. Und aber anderer Natur. Brauchst du Hilfe? Wie? Ich glaube, weiß nicht. Kennst du dich in der VR sehr gut aus? Okay. Wenn du irgendjemanden brauchst, der den Stöpsel, ach nee, du kannst den Stöpsel nicht ziehen lassen. Gibt's keinen Stöpsel. Wenn du jemanden brauchst, der den Störsender anmacht, dann sag Bescheid. Ja. Ja, nee. Funktioniert das mit dem Störsender? Dieses kommt ganz drauf an, wie immersiv das Ganze wird. Das kann funktionieren, aber das muss nicht funktionieren. Das kommt halt einfach drauf an, wie weit ich reingehe. Aber da werde ich wahrscheinlich ziemlich reingehen müssen. Vor allem, oh mein Gott. Erzähl. Ich habe da was zu erledigen fürs Netzwerk und ja, kann ich jetzt gar nicht genau erklären. Ich glaube, da wirst du nicht viel mit anfangen können. Da muss ich mich mal in einer ruhigen Minute drum kümmern, alleine wahrscheinlich mit meinem Netzwerk zusammen und werde mich da ein paar, wie du das jetzt nennen würdest, Geister beschwören müssen, sozusagen. Mhm. Und, Wenn sie doch irgendwie Sprites? Ja. Sprites? Ja. Ja. Spritzler. Ja. Spritzler. Ich sagte mal liebevoll Spritzler zu denen. Ja. Ich muss ein bisschen verstehen. Ich habe noch nicht so viel Ahnung davon. Ich bin ja immer versucht, das zu verstehen. Nee, ist klar. Weil, ne, Wissen ist wichtig und, Wissen ist Macht. Ja, das heißt auch nicht, dass man es versteht. Das ist richtig, aber ich kann es ja versuchen. Jo. Ich werde da wahrscheinlich eh nicht hintersteigen, weil ich nicht das erleben kann, was du erlebst. Also von daher. Was denn? Du hast so einen Stecker, dachte ich. Ja. Aber das ist doch bestimmt, also das ist doch mit Sicherheit auf eine andere Art und Weise, wie das, was du erlebst, oder? Oh, das ist doch ganz einfach. Du kannst dir das so vorstellen. So wie du mit Unterwassergerätschaft Scuba-Diving machen kannst, also sprich hier tauchen gehen kannst, so brauche ich halt keine Sachen einfach, um ins Wasser zu gehen. Ja? Das ist doch ganz einfach erklärt. Es ist trotzdem toll. Es ist trotzdem in der Welt da unten. Du hast halt nur eine andere Begrenztheit. Du bist halt in deiner Blase, kannst aber trotzdem sehr viel erfahren, weil ich halt einfach da unten schwimmen kann, ohne dass ich irgendwelche Restriktionen so direkt habe. Aber ich bin halt trotzdem kein Fisch. Vielleicht eher sowas wie ein Amphib, könnte man sagen. Aber das geht jetzt auch wieder zu weit, es tut mir leid. Das ist alles Schallenrauch. Nee, aber mit Amphibien kann ich verstehen, ja. Doch. So in die Richtung. Oder vielleicht eine Schildkröte. So vielleicht. Also so eine Unterwasserschildkröte halt. Ne? Anyways, ja, darum werde ich mich kümmern müssen. Aber das weiß ich nicht genau, wie ich das jetzt anstelle. Wenn ich dir irgendwie helfen kann und wenn es nur ist, um dich irgendwie umzudrehen oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, dann sag Bescheid. Naja, wenn du damit reingehen würdest, dann hättest du das Prinzip, dass du sterben könntest da unten. Und das ist wahrscheinlich relativ einfach, weil du dich halt da unten überhaupt nicht auskennst. Also lass mal das mal lieber, würde ich vorschlagen. Ja, nicht, das nicht weil ich dir das nicht zutraue, sondern einfach nur, weil ich mir Sorgen mache. Das traue ich mir nicht zu, okay? Ja, deswegen. Und ich hänge an meinem Leben. Ach. Ja, doch, das ist das Einzige, was ich habe. Das glaube ich dir. Ja, ansonsten weiß ich nicht, was wir jetzt machen sollen ohne die Kleine. Ich meine, wir können auch versuchen, dass wir da jetzt was reißen. Aber, ne? Hast du einen Plan? Ja, ich könnte mich mit meinem... Ach, dein Grenzer! Du wolltest dich schon mal mit deinem Grenzer zusammensetzen. Ja, ja, auch das. Ich dachte, vom Comlink. Danke. Aber ich meinte eigentlich gerade, ich könnte auch einfach mal mit dem jungen Mann ein Bierchen trinken gehen, weißt du? Mit dem Gärtner, jo, klar. Der wollte dich auch, glaube ich, ins Blue Cat einladen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Mhm. Dann müssen wir nur den Leuten vorher sagen, dass die mich nicht kennen. Ah. Das kriegen wir schon hin.
Das ist kein Problem. Okay. Deswegen, aber du hast die volle Macht, sag ich mal. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, würde ich mal vorschlagen. Also deinen Grenzer solltest du auf jeden Fall mal anzapfen. Weil ich glaube, da sitzt du quasi schon fast so an der Quelle. Und wegen dem anderen, ja, warum nicht, ne? Warum auch nicht? Dann könnte ich mich in der Zwischenzeit vielleicht mal kurz um mein Netzwerk kümmern. Ja, klar, wenn du. Uch, das perlt aber wieder. Ja, du kennst wenigstens, oder? Ne? Hm? Egal. Wie bist bitte? Du kannst Perlwein? Na, das perlt aber gerade wieder das Bier. Das geht nicht. Oh, Entschuldigung. Du hast Ditch immer noch nicht geguckt, ne? Nein. Nö. Ich empfehle es euch. Ich hab's angefangen, aber es war mir zu krass. Du musst, hatte du Angst musst vor dabei zu viel bleiben. Spaß. Du musst dabei bleiben. Es wird halt einfach nur geil. Doch, man muss dabei bleiben. Es ist halt super. Egal. Ja, weil ich jetzt gerade sagen wollte, dass wir im Endeffekt, also dass du quasi mal dich mit deinem Grenzi zusammenpflanzen kannst. Und wenn du halt irgendeinen Datenresearch noch machen möchtest, dann sagst du mir Bescheid, dann kümmere ich mich noch drum. Okay. Und ansonsten, wie gesagt, könnte ich mich um mein Netzwerk kümmern und mal schauen, was da Sache ist. Und dann werfen wir mal unsere Daten zusammen, die wir gekriegt haben, oder? Denke ich. Das klingt ja schon mal nach einem Plan. Jo. Das war jetzt eigentlich die Idee. Gut. Und ansonsten weiß ich nicht, ob du noch eine Idee hast, dann, ne? Ja, nee, ich dachte jetzt auch erstmal so an den Gärtner. Ob ich da noch irgendwie Intel kriege. Ja. Aber OT mal gesagt, ich bin völlig raus aus der Geschichte. Man muss halt gucken, wie es geht. OT gesagt, keiner von uns ist drin in der Geschichte. Außer vielleicht Düste hat's geschnitten. Wieder? Wieso? Na, wenn man das nochmal hört, dann ist man vielleicht drinnerer. Achso. Bin ich jetzt drinnerer? Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich halt tue, aber das ist nicht so schlimm. Kann nur gut werden für euch. So gut. Also, yo. Ich suche gerade meine Mitschriften, aber das ist Mist. Wonach suchst du denn genau? Ich kann dir bestimmt helfen. Na, guck mal hier, ich hab meine letzte Mitschrift anscheinend nicht gespeichert, die ist nämlich nur halb. Scheiße. Also, wonach suchst du denn genau? Generell, um mich erstmal wieder reinzubringen in die ganze Geschichte. Also der Grenzer, der Gärtner, wie hieß der noch? Der hieß... Oh, da muss ich gerade mal das Dokument aufmachen. Ja. Der hieß Ivan Mitrofil. Das Dokument gar nicht mehr. Echt nicht? Mitrofil, da hast du dir auch was ausgedacht. Ja, ich denke mir solche Namen aus. Es gibt keine Listen. Du weißt schon, Agaphon, denkst du, sowas fällt mir ein? Ernsthaft? Ja. Nee. So kreativ sind wir nicht. Das kann eigentlich gar kein richtiger Name sein. Also, nee. Das ist so wie Kanye West, das kann eigentlich kein richtiger Name sein. Kanye West, meinst du? Oder so, ja. Wenn wir den Menschen einfach nicht erwähnen, bitte. Oh, entschuldige. Wäre mir wirklich wichtig, dass wir ich einfach... Ich schneid's raus. Danke, bitte. Machst du nicht, aber ist nicht so schlimm. Weiß wenigstens jeder, dass wir den hier einfach nicht erwähnen können. Okay. So, aber also Jay-Z, oder? Weil Jay-Z ist ja der Sohn von... Ja. Also Mitrofil und Ivan und der ist mal Gärtner und der wollte mit mir ins Blue Cat, ne? Naja, der hatte gesagt, dass du ins Blue Cat gehen sollst. Also der hat dir gesagt, wenn du mal kurz die Luft rauslassen musst, dann empfiehlt dir das Blue Cat, weil sicher, safe und mit Anspruch und so weiter. Und ansonsten hat er gesagt, also du hast dann glaube ich sogar gesagt, man könnte ja auch mal einfach so ein Bierchen trinken und hat er gesagt, jawohl, ja. Er wollte nicht mit dir zusammen Puff besuchen. Ich glaube, das ist, also da muss man ja schon, ne, also, weiß schon. Ja, aber man kann ja ein Bierchen im Blue Cat trinken und dann gehen wir getrennt auf irgendwelche Zimmer. Machen wir bitte Menschenkenntnis. Okay, macht man nicht. Ne. Ich würde ja nicht mal dich dazu einladen. Also stell dir mal vor, du siehst ihn einmal und dann gehst du mit denen dann in so eine Kabine, also nicht zusammen, aber und nee. Puh, keine Ahnung. Also.
Also ich weiß von einem aus meinem alten Dorf, der seinen Vater da getroffen hat. Das war auch anscheinend ein sehr interessanter Moment. So, Dorf, Dorf, da weißt du doch schon, was da der Fehler ist. Menschen leben in Städten. Ja, warst du wieder bei der Mutti? Ja, bist du auch mal. Nein, soll ein sehr interessantes Gesichtsspiel gewesen sein. Kann ich dir empfehlen, die ist noch nicht so ausgeleiert. Du bist schon untenrum. Richtig gut. Gerade wird's eklig. Meinst du? Ja. Ich hab noch gar nicht aufgedreht. Lass doch die Finger von meiner Schwester. Ja, ja. So, jetzt bitte. Ja. Also, deine Menschenkenntnis ja. sagt dir, dass man einfach nicht zusammen in Puff geht. Nein. Gut. Dann vertraue ich einfach mal meiner Menschenkenntnis. Besser nicht. Gut, dann lade ich den einfach so auf ein Bier ein. Sehr gut. Und frage ihn, wo wir hingehen können, weil ich kenne mich hier nicht aus. Sehr gut. Ja, wird kurz dauern, bis der antwortet. Ah ja, da fällt mir noch was ein. Billy. Ja, vielleicht also. Vielleicht sollte der gute Karman auch gerade bezüglich eines Puff-Besuches aufgeklärt werden. Du weißt schon, etwas Furchtbares ist eben passiert. Ich hatte Dünnschiss, ja und? Nein, das nicht. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, Digga. Ach so, na, dass Jojo schon gesagt hat, dass zwischen euch beiden was läuft. Was? Also im zwischen. Puff? Nein. Zwischen Frau Rottenmeier und Herrn Gagarin. Dass da ach was so, läuft und sie sich deswegen manchmal ausschleichen kann. Nee, das war damals noch nicht klar, ob das gemacht wird. Und ich glaube, Herr Kaban hatte sich sogar dagegen ausgesprochen. Nein, deswegen ist er doch der prüde Rüde. Deswegen so, er hat sich denn überzeugen lassen. Ja. So, er hat ja gesagt, er möchte ja nicht, dass Billy sich wieder Hoffnung macht. Ja, siehst du, ich wusste genau, warum die so heißt. Nee, dann alles klar. Klar. Nee, weiß ich doch. Hat er gesagt, ich bin drin. Nee, ist okay. Ich meine, ich wollte jetzt nur. Also ich dachte eigentlich, es war klar, dass. Ich hab's ja auch total wieder verdrängt gehabt. Ach, verdrängen, das hör doch auf, streite ich doch nicht mit mir immer. Ach, Schätzelein. Ihr seid wie ein altes Ehepaar. Bloß schlimmer. Zum Glück haben wir genauso wenig Sex. Ja, Gott sei Dank. Wenn du wüsstest, je oller, desto doller, mein Freund. Ich will das nicht wissen. Oh mein Alter. So, Bin ich? Oder war ich? Scheiße. Dann haben wir ja alles geklärt. Dann war ja alles klar und ich wusste es noch nicht. Ja, quasi, ne? Mhm. Es kommt dann auch nach 10 Minuten oder so eine Nachricht, dass er natürlich gern mit dir ein Bier tränke. Und das auch noch heute tun könne. Und er empfehle den Laden. Mhm. Oh, bitte sag. Warte mal, wie hieß denn das da wieder? Die andere Kneipe. Road Dumpster. Was war das für eine Kneipe? Weißt du es nimmer? Hookers. Nee, warte mal. Wie hieß denn der Laden gleich wieder? Oh, ich hab's vergessen. Was war denn das für ein Laden? War das Roadkill oder so irgendwas? Das war ein Bikerladen. Ach, der in Schofrino? Ja, ich glaube, das war ein Schofrino, der Bikerladen von Jojos Falcons eigentlich. Also das ist auf jeden Fall unter seiner Gehaltsklasse. Ernsthaft? Nee, ja, auf jeden Fall. Also fürs Ghetto ist er noch nicht, also für das Ghetto ist er noch nicht bereit, glaube ich. War das Ghetto? Das war, also Schofrino allgemein ist da jetzt nicht so. Hier siehst du, der kriegt 1200, auf gar keinen Fall Schofrino. Auf gar keinen Fall. Nee. Das ist aber eine gute Idee, könnte ich mir da einbringen, hast recht. Nein, das ist der Marienkäfer, selbstverständlich. Der Marienkäfer ist nämlich Trollfriendly, selbstverständlich. Und spielt quasi mit diesem kleinen, zierlichen, zerbrechlichen Ding, weil da, weil da so große Typen reingehen. Hast du kapiert, genau. Und die Stühle sind auch. Ich sag mal, schon in Marienkäferfarben gehalten und es gibt's auch, wenn man gedenkt, viel zu trinken. Okay. So richtig, richtig viel.
dass man, da gibt's also Beine an dem Stuhl, die kann man dann über die Oberschenkel klappen, damit man nicht fällt, unbeabsichtigt. Also der Laden ist schon hübsch gemacht, auch, also hübsch, naja, schon ein bisschen Glitter auch tatsächlich und ein bisschen farbig, aber die wissen auch, wo die Reise hingeht, wenn man da, ne, so. Verstehst du? Das ist, ich mach das anders, das ist ein Laden, da steht an der Klowand nicht mehr als zwei Teile in die Kabine nehmen. Verstehst du? Verstehst du nicht, okay. Klingt aber toll. Du hast es verstanden, oder? Ja. Puh! Oh, gut. Das macht der es jetzt aber nicht besser. Ja, ist ein guter Laden. Ich meine, das ist trollfriendly und damit auch einigermaßen orggenehm. Es gibt Bier in großen Mengen für wenig Geld. Es ist nicht ganz abgefuckt, weil das Bunte muss ja auch erhalten werden. Das ist nicht im allerschlechtesten Gebiet. Und du kannst nicht vom Stuhl fallen. Also, läuft. Ich merke schon, ich brauche... gibt es irgendein Medikament oder sowas, was mir hilft, den Alkohol besser zu widerstehen? Na, du kannst Antidot-Patches mit Ethanol halt holen. Musst du dir nur vorher draufklatschen, dann geht das. Läuft. Ich hole mir davon einen Pack. Ja, ach, Lebensstil. Sehr gut. Also wenn ich schon in so eine Kneipe gehe mit einem Troll, dann sollte ich das tun. Sehr gut. Ich habe zwar eine relativ hohe Konsti, aber... Trolle sind Trolle. Man kann ja auch einfach mal Nein zum Alkohol sagen, aber okay. Ja, schön. Gut, 22 Uhr heute. Jupp. Also hast noch ein bisschen Zeit. Sehr gut. Dich hübsch zu machen. Jo. Ich google den Laden mal. Ja. Wenn es Google noch gibt. Gibt was Vergleichbares, ja. Ansonsten Horizon ich den. Wie nennt man das jetzt? Auch besser. Na, auf jeden Fall hole ich mir Infos. Weil wegen, wenn ich da mit SK-Sinn und so weiter da auftauche, ich bin ja völlig in SK. Ich muss mir noch SK-Freizeitkleidung besorgen. Hattet ihr da nicht einen Pack? Ich habe mir einen Anzug besorgt für SK. Ich brauche noch etwas, was legerer ist, allerdings immer noch auf meinen Stock im Arsch hinweist. Das müsste ja dann was von Adidas sein. Also ich brauche so ein... SK hat auch Adidas, oder? Ich bin total entspannt jetzt. Kleidung. So richtig deutsch. Ja. Ja. Wird sicherlich... das Gute ist, es ist zwar eine gute Gegend, aber keine, wo du jetzt... Du willst ja nicht auffallen als Personenbeschützer, ist dir das ja auch ein dringendes Anliegen. Deswegen musst du da nicht nochmal Unsummen hinblättern und kannst dich von Billy perfekt preis-leistungsmäßig beraten lassen. Perfekt. Was natürlich Billy immer und noch ich gehen shoppen. Matrix shoppen. Ihr wolltet euch nicht ernsthaft bewegen, oder? Na, hallo? Keine Ahnung. Was? Sie ist nicht umsonst technisch. Ich kann dich ja gerne inversiv in die VR mitnehmen und mit dir zusammen shoppen gehen. Das ist ja noch viel geiler als Mirror-Shopping dann quasi. Also sprich, du wirst ja angezogen von mir, ohne dass du viel tun musst. Das ist doch... Wir gehen VR in die Matrix. VR-Hände über dich und bekleiden dich. Verstehst du? Genau. Worauf wollte ich hinaus? Was natürlich wichtig ist, ist natürlich schon so ein Goldkettchen mit einem Drachen oder sowas in der Richtung. Also so klar. Richtig, ne? Also so eine Anstecknadel oder halt so ein aufgestecktes SK-Logo gibt es mit Sicherheit auf der Klamotten. Sehr gut. So, jetzt ein Aztec-Laden. Was aber nicht schlimm ist, weil das erstmal nichts heißt. Der wird nur letztendlich von denen, es ist kein Franchise, aber letztendlich von denen verwaltet. Das ist mir relativ egal. Ja, im Zuge von, nee, wir sind auch metamenschenfreundlich, Alter, guck mal. Ja, und außerdem, ne? SK Pride, Mann, hier quasi. Also von daher, ne, SK ist das Beste. Wenn ich komm schon mir so rein, das gehört jetzt alles mir. Ja, die sollen sich mal mit dem Drachen anlegen. Klingt gar nicht so lächerlich, wenn du das sagst. Ja. John. Gut. Fällt dir noch irgendwas Gutes ein, was der Dinger jetzt vielleicht ein bisschen ärgert und einigermaßen zum Stil passt? Das erste wäre mir wichtiger als das zweite. Danke. Women Beater muss er ja sowieso anhaben. Meinst du echt hat er, so leger? Leger, natürlich.
Aber ist Kalija Women Beater? Hallo, Essen! Ja, es ist ein sophisticated Women Beater, das stimmt schon. Ja, sind sie aus dem Ruhrgebiet? Hat aber jetzt keinen Vertrag mit. Ja, nee, ich sag's ja nur, ne? Also Women, ich würde Women Beater, Women, Gold, ja. Goldkettchen, schönes Goldkettchen mit dem Leoparden dran aufgehängt. Nee, ist tatsächlich gerade in Essen der letzte Schrei. Also ist doch der Shit. Ne? Muss ja, doch rein, geht man auch in die Disse und so, richtig fett. Also dicke, fette Comlink Rolex, also mindestens halber Comlink. Verdeckt. Comlink Rolex. Das ist halt so ein Armgelenk-Comlink, wo aber doch richtig dick, weißt du. Muss aber der also, Jaguar, der Jaguar, der muss dran am Goldkettchen, ne? Weißt du doch, oder? Jaguar? Wieso denn der Jaguar? Den kennst du doch, den Jaguar, oder? Hier, aber Jaguar? Also, ist das doch so ein Jaguar-Richtung, das kennst du doch. Jaguar ist aber Aztec-Zeichen. Nee, Moment, ist es der Panther, Goldpanther. Und es, ach so, dann muss es aber ein Drachenkopf sein, ne? Mhm. Hast du recht, der Jaguar ist tatsächlich Aztec. Ach ja. Komm, Tochterfirmen, passt schon, klar, ist das ein scheiß Jaguar. Nee, Goldpanther, es muss ein Gold, so das Panther. Goldpanda. Von ah, da, Puma. Da ist er, ja. Von Puma, weißt du doch. Weil Puma gehört ja auch zu Aztec. Zu, ach fuck. Boah, zu, Alter, der hängt aber ganz schön durch. Das ist der typische Proleten-Panther. Echt? Kennt, doch, echt? Doch, ernsthaft. Das ist das typische Goldkettchen, das, was also ich gehe eindeutig umhängen. In die falschen Kneipen, um das zu kennen. Ah, ich komme halt aus der guten Gegend. Okay. Du kommst vom Dorf, wo der Vater mit seinem Sohn ein Puffy-Freundchen. Du darfst da nicht lachen. Entschuldige mal. So, ich bin ja noch nicht umsonst weggezogen. Touché. Ja. Und Luvo, dein Oggersheim. Beim Helle. Genau, nee, das Kettchen muss auf jeden Fall, wenn das Prollkettchen ist, dann weißt du Bescheid. Das ist totale Prollkettchen. Das ist quasi ein Jaguar, der durchhängt. Noch mehr Provokation in einem Aztec-Laden, dankeschön. Es ist ein Panther, es ist tatsächlich ein Panther, es steht auch genauso da drin. Ich sag ja, nur, wie dem auch sei, aber Aber es ist geil, wenn ein Escala so ein Panther an der Kette trägt, der einen Jaguar ihn hat, so aufgehängt, so nach dem Motto, fick dich. Aha. Oh yeah. Sehr schön, ich merke schon, ich krieg heute Abend aufs Maul. Passt, super. Ach, du magst es doch. Du magst es doch. Nur weil der Laden betrieben wird, heißt das nicht, dass da Aztec-Leute reingehen, weil bei Aztec wirklich wenige Trolle beschäftigt sind, die sich sowas leisten könnten. Das stimmt allerdings. Ich gebe dir Backup, weil Jojo und ich hatten ja auch einen Fight, das weißt du gar nicht, das habe ich dir gar nicht erzählt. Was? Ihr hattet einen wir Fight? Hatten, ja, wir hatten einen Fight. Jojo hat ein Messer an der Kehle gehabt, ey. Was? Was ist da passiert? Ja. Wir waren im Laden, wir sind da irgendwo reingerutscht, wo die Mafia abgegangen ist, Alter. Trolli okay. Hat das auch vergessen. Nö. Ja. Nö. Ich liebe es, wenn er das so macht. Wir waren da im Laden drin, haben einfach noch ein Gläschen getrunken, nachdem der Abend rum war und wo du weg musstest so schnell, weil halt, ne, Darmdrücken und so. Und dann saßen wir da und auf einmal kam ein Typ rein, hat Jojos Messer an die Kehle gedrückt und hat gesagt, abfuchteln hier, Mädels. Und dann hat sie wieder ihr Hokuspokus-Tralala gemacht und dann war der, dann waren irgendwelche Typen, die uns dann weggeschickt haben, die haben den verfolgt und wer das war, wissen wir eigentlich gar nicht so richtig. Ey, das war krass. Von der Wori, das wisst ihr. Ja gut, das weiß doch Billy nicht. Ja. Entschuldigung, ich war jetzt inversiv in ihr drin gerade. So, ich dachte, das wäre. Wusste ich nicht, okay. Ich habe meine Billy-Flashlight gerade übergezogen, Alter. Verzeih. Jo. Nee, wollte schon mal gesagt haben. Ob er gleich fliegt. Jo. Was? Bitte? So, okay. Wer? Ich dachte, er fliegt. Nee, ich dachte, er fliegt. Ach, trotzdem. Ich hatte mich jetzt nur nicht angesprochen gefühlt, also. Ich habe das zugehört. Erzählt dann... dir voll die Geschichte von dem Fight und der Kaban sitzt da. Jo. Ja, coole Story. Ja, es ist halt so, ja, okay, Mädchen haben sich geprügelt, bla bla. Pff, Jojo hat ein Messer am Hals, Alter, das findest du, pff, oder was? Ja, ich meine, das ist Jojo, die hat eine Schrupfe unter Nix unter hat die dabei gehabt, Mann, wir kamen gerade aus der Gegend, da war gar nichts dabei. Wir hatten ja nicht mal Kniften dabei. Okay, warum hat die sich mit dem angelegt? Wie bitte? Wir haben uns nicht mit dem angelegt. Der Typ ist einfach auf uns zugekommen, hat Jojo von hinten geschnappt und hat dir das Messer an die Kehle gedrückt, Mann. Hörst du mir überhaupt zu? Bist du überhaupt am Leben? Atmest du? Wo ist denn dein Pulsschlag? Oh, so bei 70. Ich bin Drehung, Prinude. So, was? Ja, aber das ist wieder wohl einen Grund gehabt haben, dass der das gemacht hat. Nein, der hat eine Geisel gebraucht, so wie es aussieht. Also so habe ich das jedenfalls verstanden. Ach so, na gut.
Und wir waren halt gerade dummerweise da gesessen in dem Moment. Ja, gut, das ist doof, sich einen Magierin zu schnappen, ne? Das weiß ja keiner. Das ist ja nicht, dass sie das jetzt auf der Stirn drauf gedrückt hat, oder? Ja, leider nicht, das ist richtig. Es gab ja mal diesen Gesetzesentwurf quasi, ich weiß gar nicht, wurde der irgendwie abgelehnt, Magier-Kennzeichnungspflicht? Das Pentagramm. Keine Ahnung. Das Pentagramm und das Tattoo am Handgelenk. Irgendwie sowas war das, ja. Pentagramm oder ein Stern? Ich wollte jetzt nicht Jakobstern sagen, Alter, das wäre jetzt schon wieder zu weit gegangen. Davidstern, Entschuldigung, Davidstern, es tut mir leid. Nur mal unter der Haut, dann hatte ich eigentlich gedacht, es reicht jetzt wieder, wenn ich sowas sage, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Deswegen. Kommt da. Da sind solche Ansprüche sind immer darauf bezogen. Das ist super. Mist. Ja, gut. Ja. Das, ich hoffe, es ist auf jeden Fall. Ihr seid ja noch überleben. Habt ihr noch überlebt? Also von daher ist es ja wahrscheinlich gut ausgegangen. Kann nicht so schlimm gewesen sein, ne? Genau. Das erzählst du mal Jojo das nächste Mal. Die soll sich einfach melden, wenn sie ein Messer an den Hals hat, dann kriegt sie aufs Maul. Ja, mal gucken, wie die wieder aussehen, wenn sie zurückkommen, wo sie ist. Also mach du mal hinne hier, komm, Kollege, hau rein. Ja, dann danke fürs Shoppen und so. Dir doch. Viel Erfolg und ich mach danke. Mich dann... wie lange habe ich noch Zeit, bis ich zum Laufen muss? Richtig lange. Richtig lange. Okay, dann frage ich mal meinen Kollege Balletta. Kulisha Paletta. Der Grenzer. Das weiß ich ja. Eben. Der heißt aber doch Konstantin. Richtig, genau. Kulisha Paletta. Hört bitte auch sophisticated zu sein? Nicknames und so, Alter. Ja. Sei mal deep und dicht jetzt. Konstantin. Nein, bin ich nicht. So. Der Konstantin mit dem Wecker. So, der Konstantin, der ist gerade auf Arbeit und er ruft dich einfach an. Achso, warte. Jo. Was ist denn schon wieder? Pff, ich dachte mal, man trifft sich so und trinkt ein. So wie die letzten Male haben wir uns ja einfach so getroffen. Und eingetrunken. Ich habe ein Bild bekommen und das war okay, aber es war halt nicht nackig. Warte mal kurz. Willi kriegt eine Nachricht, ich brauche mal ein Nacktfoto von dem. Wie viel? Entscheide du. Ich meine, wie viel krieg ich dafür? Ach so. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, wie meinst du Geld? Dann hätte ich gesagt, natürlich nicht, wie viel Haut willst du sehen? Oder wenn er gesagt hat, wie viel Haut entscheidest du, dann kann ich sagen, hey, wir reden Patte hier. Voll die Arschgeige. Gefickt eingeschädelt heißt das. Ja. Nee. ich kann auch auf deine Website gehen. Ja, genau. Nimm doch von der Webseite. Ja, ich lade mir was von der Webseite runter. Schick ihm quasi etwas, wo man den unteren Teil nicht sieht. So, das ist doch alles perfekt getackt, oder? Auf der Website. Natürlich. Du bist ja im Domina-Kostüm. Da ist ja eh weniger Haut als viel mehr. Ja, das Stuff. Stramm und aber. Aber auf der Website, das ist ja ein Host. Das heißt eigentlich, da ist ja ihre Webpräsenz nicht in dem Sinne, dass sie ihre Real Bodies quasi zeigt. Also ihren richtigen Körper. Es geht ja eher um den VR-Körper, den sie da zeigt auf der Website. Das ist ja das richtig abgefahrene Zeug, VR. Ja, aber du hast doch auch eine physische Lustbreitung. Das war auch physisch möglich. Ja gut, das wolltest du noch machen. Moment, ja, das ist ja bei Walli im Shop. Genau, und da musst du doch werben für dich und deinen geilen Domina-Körper, oder nicht? Nee, das hast du falsch verstanden, meiner. Okay, erklär's mir. Im VR macht sie alles unter Foxy Lady. Also da läuft alles als Foxy eben ab. Mhm. Und im Valerias Shop macht sie keine Werbung, sondern da lädt sie nur richtig gute VR-Kunden ein, um das Ganze nochmal in real zu erleben. Ja, genau, stimmt, die auch von Sanya geprüft und ausgewählt sind. Richtig. Aber da hast du sicherlich von Valeria, nicht von Sanya. Dir, meine ich. Valeria, nicht Sanya. Da hast du sicherlich ein Bild von dir dort. Irgendwo, was du ihm geben kannst. Oh Gott. Bestimmt, ja. Ich sag mal ja. Wenn nicht, habe ich eins in meinem Fuckbook-Profil oder so irgendwo.
Okay. Nein, du hast einfach eins, was du dir abends nochmal anguckst vorm Schlafen gehen und sagst, geil. Jo. Da ich dich nicht gestalkt habe, weiß ich nicht, wo deine ganzen Bilder sind, aber... Ich schick dir was. Lange Rede, kurzer Sinn, ich schick dir was. Super. Gerne doch, Hase. Ja. Du, nicht, dass du Schwielen an die Hände kriegst. Danke. So ein zartes Geschöpf. Und gibt's auch ein bisschen Haue, ja? Wenn du möchtest. Ja, und willst du? Also. Ja, das bleibt immer ja alles privat, sag ich mal. Hast du Zeit? Plötzlich könnte ich mir echt den Nachmittag freischaufeln. Ich weiß nicht, wie das kommt. Super. Na klar. Fahren wir wieder zum Grimm Schmetter oder was? Ja, da hat das Bier letztes Mal gar nicht mal schlecht geschmeckt. Ist okay, ne? Jo. Gut, ich wäre so anderthalb Stunde, bin ich fertig, fahre ich direkt hin. Ich guck mal auf die Uhr, schaffe ich das bestimmt, oder? Ja, klar. Sehr gut. Ja, dann anderthalb Stunde. Sagen wir mal zwei. Alles klar. Dann holst du schon mal das erste Bier für mich und dann passt das. Jo, läuft. Juti, bis dann. Bis dann, ey. Piep, piep. Gut, Welchen? Ich hatte es auf der Zunge, sehr gut. Aber ich finde es schön, dass ihr auch den Genitiv da einfach, ne? Deins ist Boris. Oh, guten Tag, der Herr. Hi, Ja. Haben wir überlegt, guckst du nochmal wegen dem Typen? Welchem? Und ach so, die, ach ja, okay, mir, okay, okay. Was du mir erzählt hattest. Da ist noch was, das könnte ich mit dir besprechen. Das ist echt, kann man, also da müsste man vielleicht mal drüber reden, sag ich mal. 15 Minuten, stellst ein Prosecco kalt? Ja, soll ich auch noch mal kurz auf die Scherbe gucken? Ein Tacho? Nur feinster Ego-Boost. Ist ja nichts, also ein klarer, weißt du, Rausch. Mm. Ja, aber nur für einen Zahnfleischbrenner. Ganz, ja, weißt du, nur so viel, wie du dann halt willst. Nee, Probierer. Probierer. Ja, genau so viel du dann willst. Ist ja alles. Ach, jetzt Boris, jetzt verführ mich doch nicht in Versuchung. Sondern löse mich also von dem Bösen. Du kommst in Nachtfalter und sagst, führe mich nicht in Versuchung. Das ist doch schon denn mal. Denn dein also ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. In Nachtfalter. Ewigkeit. Amen. Genau. Ja. Also ich bin jetzt noch eine ganze Weile da. Ich habe hier eh nur so ein bisschen. Ja, kannst du schneidest wieder Zeit rein, wenn du Zeit hast, dann passt das. 15 Minuten hast du gesagt. Ja, ich mach mich fertig, wenn es jetzt hier richtig losgeht, dann mach ich mich fertig. Wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich noch einen ganzen Abend so beschäftigt, dass ich dich gern dazwischen mal als Pause einschieben kann. Soll ich mich leger tacken? Wie es dir bequemer ist. Also. Wie ist es dir denn bequemer? Du hast keine Kleiderordnung. Gut. Weiß ich Bescheid. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Mua. Piep, piep. Tschüss. Ich habe mir, glaube ich, gerade selbst ein bisschen in den Mund gebrochen. Was? Ich fand das jetzt noch voll entspannt. Ja, warte mal ab, ey. Du bist nichts mehr gewohntes. Ich muss dich rollig, wieder viel Alter. Öfter anspulen. Ich bin rollig gerade. Ach so. Sehr gut. So. Also. Wir machen jetzt schön ein Sandwich. Versteht sich? das heißt, Kaban kommt zuerst beim Grenzer an. Der kommt doch immer zuerst, der Arme. Richtig. Hallo? So, dann ist auch der Spaß wieder schneller vorbei. Ist schon schlimm für den armen Jungen. Genau, nee, also weißt du, wie es dort aussieht? Der Grimme Schmiller begrüßt dich diesmal mit: Ey, Junge, du musst einfach alles genau so machen wie ich, dann drückt's am meisten. Hier drüben, zeigt auf die Wand, ist der 5000 Watt Base Machine. Die machst du erstmal an jetzt. Da ist tatsächlich in der Wand Lautsprecherwerk verankert, sag ich mal. Der klingt richtig nüchtern heute. Ja, ist richtig. Erschreckenderweise. Ich glaube, ich sollte erstmal Musik anmachen. Jetzt kommt feinster, dreckigster Goa. Sehr gut. Und dann sollte ich mir jetzt bei Bier holen und mein Kontakt ist noch nicht da, also drücke ich dem Grimm Schnipper erstmal ein Bier in die Hand.
Prost. Ich glaube, wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Endlich normale Leute. Mann. Läuft. Prost. Prost. Das Geld habe ich natürlich auf die Karte, auf den Tresen gelegt. Ist ja klar. Also wie immer. Sehr gut. Das ist sehr gut. Es ist nicht so, als hätte er es wirklich bemerkt, aber das ist sehr fein von dir, dass du ein bisschen da Anstand besitzt. Er wird das Bier dann auch relativ zügig trinken, wird dich dann mit leicht schwankendem Kopf angucken. Was machst du eigentlich hier? Mit dir trinken? Halt die Schnauze! Ach ja? Ich war doch jetzt Konstantin. Halt doch mal die Fresse, Alter! Was ist denn los? Der müsste jetzt eigentlich erstmal noch so einen sauren Bierfurz von sich geben. Nee, das macht er als Rülps. Der kommt nach. Oh, so, uff, so sauer war es schon lange nicht mehr. Alles in Karma. Läuft. Natürlich in Karmas Gesicht. Ja, ich zieh den Weg so Kerl. Einmal tief ein. Ja. Jetzt hier keine Miene. Und sagt, läuft. Genau. Ist nur. Karban. Wie das Ferkel oder was? Nein. Bist du bescheuert? Wie, was? Ist ein Spitzname. Riechst du hier wegen den Ohren? Denkst du, ich bin blöde? Klar ist das ein scheiß Spitzname. Ich will wissen. Nee, du bist ja. Oh, bist ja blöde. Scheiße. Und, was ist ja. Hier? Was, ey? Ich weiß, was hier willst. Saufen, saufen, saufen. Ja, ich habe. So hat war wer, der Plan. Hat hier wer Ahoi gesagt? Jetzt aber los, ich habe Ahoi gesagt. Komm, da hinten, Wodka. Ab zum Tresen. Eins, zwei Ahoi. Danach wird er noch ein bisschen mit so schwankendem Kopf da sitzen. Dich manchmal glasig fixieren und dich irgendwie brabbelnd beleidigen. Ich will übrigens angesagt haben, dass ich mir derweil bis da also schon ein Ding aufgepatcht habe, ne? Gut. Und dann ist erstmal nicht mehr so viel los, sage ich mal. Außer der 5000 Watt Base Machine natürlich. Läuft. Bis dann auch Konstantin kommt. Jo, ich zapfe direkt quasi, es gibt Flaschenbier, oder? Ja, ja. Ja, ich holen wir uns direkt zwei Bier quasi und reich ihm eins, stoß mit ihm an und sag Prost. Prost, Junge. Er guckt kurz zum Barkeeper. Na, ja. Schmetter, jetzt ein Bierchen, ne? Halt die Schnauze. Sehr gut. Setzen wir uns mal darüber, da kotzt sich bestimmt gleich vor die Füße. Mhm. Der hat schon so einen oder anderen betrunken. So. Jetzt zeig mal, Würgemaler hat er nicht, das mag er anscheinend nicht. Wie sieht's aus? Gibt's Hauer? Also gibt's Hauer? Wenn man mag. Was ist denn das für eine Aussage? Ich frage dich, ob es für dich Haue gibt. Ein bisschen, okay. Und sie auch ein bisschen Hauer? Oder so kriegt sie von dir? Ich sag mal so, jeder wie es verdient, ne? Muss ich dich jetzt echt fragen, ob sie ein böses Mädchen ist oder was? Weil sie sieht nämlich schon echt böse aus. Sind wir mal ehrlich. Ja, dann kannst du den Rest ertrinken. Gut. Na, siehst du. Und, bist aber nicht blöde und hast da irgendwie was so Ernstes? Nee, einfach mal. Der weiß Bescheid. Ernsthaft, Junge. Nee, nee. Männer machen echt dumme Sachen. Echt. Ja, suchen sich einen ehrlichen Job oder sowas. Schrecklich. Ja, das ist bloß Definitionsfrage. Ehrlich, unehrlich. Wo zieht man denn da die Grenze? Stimmt, neulich irgendwie gelesen, wenn man sich kennenlernt, lügt man in den ersten 10 Minuten ungefähr 8 Mal und täglich mindestens 5 Mal. So, komm, was ist denn das? Klingt nach einem ganz normalen Tag. Ja genau, und da ist ehrlicher Job, finde ich, weiß ich nicht.
Wo fängt dann das Unehrliche an und wo hört's auf und so? Wer weiß das zu sagen? Ich nicht. So. Die Bürde will sich aber auch keiner auflasten, ne, das zu entscheiden zu müssen. Richtig. Solange alle glücklich sind, ist ja alles gut. Solange ich glücklich bin, ist alles gut, genau. Apropos alle glücklich. Ihr habt gehört, euer Chef dreht frei. Naja, ist eigentlich gerade entspannt. Der kriegt nur vom Obermarker, kriegt da richtig einer mitgescherbelt. Ja, den meinte ich, den Obermarker. So, ja, so, ja, der Überchef. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Midlife-Crisis oder sowas könnte das sein. Oder so richtig, hab ich gehört, da gibt's Stress zu Hause, dass er das vielleicht dann an den Leuten auslassen muss. Das ist aber einfach völlig Banane, was der will. Jedes Auto kontrollieren. Und nicht nur so ein bisschen, sondern jeden Scheiß ausräumen, Reserverad ausbauen, nochmal durchröntgen am besten das Reserverad. Weißt du, nicht mal die Verstecke, wo man weiß, dass da was drin ist, dürfen ausgelassen werden. Das ist richtig schlimm. Dann schickt er da jetzt einfach irgendwelche Bastarde rum, so interne Wichser, die dann quasi versteckte Kontrollen machen, ob wir das richtig machen. Das ist richtig asozial. Also, was ich dir sagen will, ist, ich muss arbeiten für mein Geld, wirklich, und was noch schlimmer ist, dann lässt das jeder blöde Kackwichser, der über die Kackgrenze will, und da sind halt einige an uns aus, weil die natürlich richtig lange brauchen, ja. Und ich glaube, jetzt werden auch bald die ersten Klagen reinsegeln, dann von Megacons hier, verspätete Lieferungen, Produktionsstau, was weiß ich, was da ist. Wird einfach nur richtig hässlich. Ne? Ich meine, A, könnt ihr nicht mehr das verdienen, was ihr sonst verdient habt, also beziehungsweise ihr verdient immer noch selber, aber ihr kriegt weniger jetzt, und dann der Scheiß. Also, ne, das dauert auch noch ewig, jeder lässt den Scheiß an euch ab. Ach Gott, wie ich solche Typen nicht abkann, ne? Dann weiß ich ja jetzt auch noch nicht. Jetzt haben sie ja angefangen, hier Polizei ergänzend zu privatisieren. Ergänzend. Wie das dann mal mit uns in Zukunft wird. Und wenn er so eine Kacke macht, Alter, sehe ich schon genau kommen, dass wir dann die Nächsten sind. Und also ich sehe mich einfach nicht bei irgendeinem privaten Grenzsicherheitsdienstleister arbeiten. Das wird, glaube ich, einfach nicht passieren. Naja, das passt auch nicht zu dir. Stell dir mal vor, du musst einen Azis oder so. Scheißegal, ob das zu mir passt. Monetos, Junge. Nee, es geht darum, dass sie mich einfach nicht nehmen. Also... Könnte ich mir einfach nicht vorstellen. Da importieren sie doch lieber irgendwo ein paar leere Lohnsklaven, Arbeitskräfte von was weiß ich, von Sibirsk oder so, die auch noch einen Wix-Dialekt haben, was ja auch schon echt Verbrechen ist. Und dann werden wir halt erstmal rausgekantet. Bei uns müsstest du anlernen, die nicht, und die sind schon gut indoktriniert, verstehst du? Ja, ich verstehe. Immer so eine Scheiße mit der Scheiße. Du sagst es. Ja. Mann. Ich sag dir, deswegen habe ich keinen Chef, deswegen mache ich so eine Kacke nicht. Dann könnt ihr mich auch nicht rauskanten. Nee, ist überhaupt kein Ding. Ich meine, du musst ja jetzt nicht über die Grenze. Und dir ist es ja auch egal, ob du irgendwie kontrolliert wirst oder so. Ist ja alles überhaupt kein Ding. Ah nee, warte mal. Oh, warte. Doch. Mhm. Das ist schon doof. Ja, merkst du, ich habe ein persönliches Interesse, dass ich da eigentlich mal, ne, wieder was Schönes, wenn das mir wieder luckig-flockig laufen würde. Hey Bro, du weißt, ich liebe dich, aber es ist gerade echt, Ja, nee, darauf der Motor ich auch gar nicht läuft am Limit, sag ich mal. Sagen wir es mal so, wenn ich gehört hätte, dass irgendjemand irgendwas vorhätte, damit euer Chef mal den Arsch zusammenkneift, was das angeht, und mal wieder gerade läuft. Könntest du mir da Intel besorgen? Erstmal nicht. Das Ding ist, wir kriegen zurzeit gerade so die Worry durch. Und die willst du ja durchkriegen. Ja, nee, ich meine... Ich weiß schon, was du meinst. Und das Ding ist, die findet es aber gerade gar nicht so schlecht, dass sie alleine durchkommt. Kannst du dir auch vorstellen. Ja, ist klar. Und da will ich erstmal gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube nicht, dass
die werden auch irgendwann merken, dass es Einbußen gibt. Dann werden die sagen, oh, da müssen wir jetzt was machen. Und dann könnte ich sagen, ja, echt, ich könnte dir Infos geben. Aber jetzt gerade will ich einfach nicht. Ja, kann ich verstehen. Aber wenn wir jetzt mal langfristig denken, das ist ja auch wichtig. Hast du an deine Rente gedacht? Überhaupt. Wow. Das ist gut, ich nicht. Also, wenn wir jetzt mal langfristig denken, der Tag wird kommen, an dem die das merken. Das wird irgendwie, weiß ich nicht, wann genau das ist. Ich kriege es ja auch nur mit von unserer Außenstelle jetzt. Aber wenn der Tag kommt, worüber könnte ich mich denn dann schon mal ganz passiv umgehört haben? Oti, was wollten wir nochmal machen? Hund klauen. Ihr hattet, damit du mit dem sprichst, glaube ich, gar keine spezielle Eingrenzung, falls du das meinst. Okay, ich habe nämlich auch gar keinen Plan, was ich denn jetzt gerade fragen soll. Das ist super. Ich habe keinen Plan gerade. Schnell, Billy, Konferenz, du musst doch dabei sein, ich weiß es nicht. Ich sitze hier, ich habe Bier, aber keine Ahnung. Billy ist doch schon voll, die hat auch schon einen Spiegel gerade wieder abgeleckt, oder? Ach so. Ja, das werden wir sehen. Nee, aber Moment. Hey, Clara Rausch haben wir gesagt. Die ist bloß richtig selbstbewusst. Ja, ja, klar. Kennst du dich könnt aus? Ihr könnt das, wenn ihr wollt. Ja, klar. Super, klar. Absolut auf dem Ego-Trip gerade. Willi ist sich zu 200% sicher, dass sie Bescheid weiß, was Gaban in Erfahrung bringen muss. 200%. Die glotzt wahrscheinlich gerade. Also, das war, wie gesagt, auch eine OT-Frage. Ich muss sie da auch nicht von ihrem Trip runterholen gerade. Was weißt du denn von ihrem Trip, Alter? Ja, eben. Schwester. Wenn du die anrufst, das wird witzig. Ja, warte mal kurz. Die macht nur noch Selfies gerade wahrscheinlich. Oh Gott, was zusammen. Duckface. Oh, richtig gut. Auf ihrem Instagram-Profil steht gerade total geil. Oh komm, lass doch mal so einen richtig geilen Filter drüber legen. Gelbfilter. Ja, genau. Mit Glitzer. Glitzersteinchen. Möchtest du sie anrufen? Nein. Warum? Jetzt muss aber mal ganz kurz Spieler von Charakterwissen trennen. Ja, ich hätte das sowieso nicht gemacht, weil OT das natürlich alles schon weiß und mir vorher zu überlegt habe, was ich ihn fragen wollte. Nur, meine menschliche Komponente in diesem Spiel ist jetzt gerade etwas bescheuert und hinter der Zeit. Wie wär's denn, wenn du Zugriff irgendwie krächtest auf irgendwelche Rechner von denen, um über den Boss mal eventuell leichter ranzukommen zum Beispiel? Weil wenn der irgendwelche Privatgeschäftchen immer gerne macht und versucht all glatt zu sein, dann glaube ich, dann hat er wahrscheinlich auch ein paar Sachen auf seinem Rechner in der Firma zum Beispiel. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Muss aber auch nicht. Okay. Na, wenn der versucht zu allglatt ist, du weißt ja, dass Billy mit Boris geredet hat, das weißt du ja. Und Boris hat ja gesagt, der passt ganz toll auf, dass die Alte es nicht rauskriegt. Aber er macht wohl schiefe Sachen, weil er die Alte ja die ganze Zeit irgendwie auf irgendwelche Kreuzfahrten einlädt oder irgendwie groß ausführt. Aber da geht's um Ficky Ficky, ne? Ja, ja, klar. Okay, aber genau. Gut, okay. Wir wollen ja was gegen ihn in der Hand haben im Endeffekt. Oder halt so viel Intel, wie Kaban gesagt hat, wie möglich rauszukriegen. Also von dem her wäre das doch vielleicht ganz interessant zum Beispiel. Und wer weiß, was wir auf so einem Rechner finden würden. Das war jetzt so eine Eingebung von Billy gerade. Die hat gerade in den Spiegel geguckt und hat dann Kaban so eine Nachricht geschickt. Also, richtig geil wär's. Richtig geil. Alter, das wär so geil. Da wären wir OP, Alter. Sowas von OP. Ja, also, man kann sich ja umhören. So, was hat der denn, was? Er ist ja ein richtig glatter Typ, sag ich mal. Der macht ja nie was falsch und so. Wie so ein gebutterter Aal, ja, ja. Ja, genau. Ja, also das flutscht das falsch, bei dem richtig. Ist dann bei uns gelandet. Also. Ja, und deswegen, Armee! Der hat mit Sicherheit irgendwo was stecken. Und wenn es jetzt, der betrügt so eine Frau oder wie auch immer, irgendwas hat der, irgendwas hat jeder. Und, ich sag mal, wenn man da so Gerüchte aufschnappen könnte von intern, wäre doch schon cool, wenn was richtig geil wäre, wenn wir da irgendwie einen Sender an seinem PC hätten, also ne, an seinem Computer oder sowas in der Firma, dass wir da ran können. So halt so richtig fettes Insiderwissen. Juti, pass auf. Ich suche jetzt einfach nach Leuten. Also ich
guck, wo ich die Leute finde, die ihn mindestens genauso scheiße finden wie ich, aber die gern noch aktiv werden möchten. Und dann kann ich euch verkuppeln. Das kann ich machen. Klingt richtig geil. So richtiger Hass. Ja. Also solche Leute brauchen wir, die Leute, die aktiv werden wollen, die was wissen oder beziehungsweise die, ne, also die jetzt nicht handeln können, aber die Möglichkeiten haben quasi, dass die was in der Hand haben gegen den. Das wäre super. Wenn wir den richtig schön an die Eier packen können und die mal richtig schön quer durch Moskau ziehen können. Ja gut, quer durch Moskau. Übernimm dich mal nicht. Aber nee, melde dich mal so in 10 Tagen. Okay. Dann kann ich mach mir einen Kalendereintrag für 10 Tage. Ja, ich sag dir, welches Datum das ist. Kannst du das dann schön... Achso, ich könnte das auch reinschreiben, das kannst du eigentlich auch machen. So, pass auf, das wäre dann der 18.2. So, und pass auf. Was, du könntest mir auch noch einen Gefallen tun. Immer. Was denn? Fick dich. Sehr gut. Fick dich. Hast du einfach gesagt, bevor ich gesagt habe, was? Finde ich in Ordnung. Morgen ist doch Gedenktag der Opfer des Bezirks Z. Morgen ist doch die ganzen großen Straßenparaden, was dieses Mal ja nicht in den Medien so krass erwähnt wurde wie letztes Jahr. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Nein. Musste sein, das. Ja, und, ja. Manche bei der Grenze sehen nicht so aus, als wären das die taffen, robusten Typen. Jupp. Kann ich mir vorstellen. Siehst so aus. Da steht bestimmt auch so eine Uniform richtig gut. Ja, okay. Marschieren ist ja auch gar nicht so schwer. Das ist richtig. Ja, und dann, also morgen ist jetzt kurzfristig so von 8 bis 10. Ne? Ist da eine kleine Parade in Bratjevo. Da könntest du neben mir marschieren. Und den Arsch frei halten, weil es Stress, wenn Stress gibt, oder was? Ach Gott, es gibt keinen Stress, Alter. Es geht bloß darum, dass die Typen scheiße aussehen. Und ich weiß, was ich mir anhören kann, gerade jetzt, wo es so mit der Polizei ein bisschen schwierig ist, wenn da solche Torfköpfe rumlaufen und die Torfköpfe wollen das auch nicht, aber du in Uniform ist eher, weißt du, passt. Passt einfach nur Image generieren. Ich bin auch nicht der Einzige, der irgendwelche Leute fragt, verstehst du? Okay, dann brauche ich aber irgendwie so eine Maske vorher, weil mein Gesicht in den Medien... Das sehe ich so nicht, weißt du? Mach ich dir. Kenny. Das wäre gut. Dann bin ich dabei, ist kein Problem. Man hilft sich ja unter Freunden. Siehste, da verstehen wir uns. So morgen um 7 müsstest du dann mal antanzen. Morgen um 7. Puh. Ja. Wird schwierig, aber kriege ich hin. Dann sollte ich jetzt aufhören zu trinken. Ja, ein kleiner noch. Also, damit der Feierabend auch geerdet ist, verstehst du? Ja, stimmt, auf allem kann man nicht stehen, hast du recht. Siehste. Er holt noch ein Bier. Aber das exmal jetzt, ne? Hallo? Muss jetzt ja schnell weg, ne? Bevor es schal wird. Ist genau. Ist zwar scheiß Wetter, aber um den Hals legen wollte ich mir das Bier nicht. Siehste. Als du dein Bier öffnest und trinkst, bemerkst du, dass es bereits schal ist. Toll. Es gibt ein Haltbarkeitsdatum für Bier. Und ich weiß. Man kann das überschreiten. Aber das leider ist echt schwer. Jetzt macht er nicht so, als würde ihn das interessieren, tatsächlich. Ich ex den Scheiß jetzt weg. Der Junge kocht selber den edelsten Scheiß, das interessiert ihn bestimmt. Ziemlich sogar. Only Rin haben wir gesagt, oder? Das haben wir gesagt. Das ist ich doof. Verzieh zwar fett die Mine, aber ich zieh das jetzt weg, weil wegschütten wäre scheiße. Ist ja schon bezahlt. Konstantins Bier hat sehr viel Kohlensäure, er muss rülpsen und dann den Mund schnell schließen, weil da vielleicht Flüssigkeit wieder mit hochkam und meinte, oh, einer muss ja. So, also morgen früh um 7. Sehr gut, machen wir das. Kleid dich ein, kriegst du so eine Maske und dann wird marschiert. Und wehe, ne? Gleichschritt. Nicht immer schickimicki, Einzelindividuum-Scheiß, kein Arbeitgeber, Gleichschritt. Siehst du, verstehen wir uns sehr gut. Passt. Machen wir das so. Dann sauf nicht mehr so viel und sehe morgen ein bisschen frisch aus. Ich will keine Augenringe sehen. Ich weiß, die sieht man mit der Maske nicht, aber das ist mir egal. Ich will die auch früh schon nicht sehen. Läuft. Kommt schon klar. Gut.
Dann haust du und in 10 Tagen melde dich nochmal. Mhm. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Jo, dann hau ich mir noch einen zweiten von diesen Patches drauf, glaube ich. Ach Quatsch, brauchst du nicht. Du hast doch einen Metabolismus, Alter. Als Ork, ey. Hast du so drei Patch, Bier der, getrunken, oder? Ich muss jetzt gleich noch mit dem Ork saufen. Ja, aber dann nimmst du dann noch einen. Also ich meine, jetzt noch einen ist völlig sinnlos. Okay. Da isst du noch eine Bratwurst auf dem Weg oder ein Döner oder ja, Trockenfisch. Ein so ein Patch, der ist auch ziemlich krass, weil die kriegst du ja, ne, die würden auch andere Gifte neutralisieren, wenn du sie für das entsprechende Zeug kaufst. Das ist schon guter Stuff. Okay. Da lässt sich was mit anfangen. Das ist gut. Dann will ja auch nicht zu viel Gegengift, sonst wird das Sheet? Ja wieder, ne? Der ja. Düs weiß Bescheid. Sehr gut. Mhm. Der kennt mich. Hab's gelernt. Hab's gelernt, finde ich gut. Genau. Und dann machst du dich da auf den Weg, hast aber auch noch richtig viel Zeit. Düse. Kommst Madame, an. Oui, oui, s'il vous plaît. Dann würde dir erstmal kurz den feinsten Puder präsentieren. Was hast du da schönes, Boris? Feinstes Powder. Kolumbianische Schnupfe. Genau der. Frankfurter also Kranz. Der ist nur eine Probierecke. Der ist wirklich exquisit. Also, ja, oh, kann man nicht anders sagen. Du bist sofort voll da. Voll da. Du bist auch nicht irgendwie... du bist im Kopf auch noch voll klar und alles. Du bist halt nur... Du fühlst dich so geil, wie du halt eigentlich bist. Verstehst du? Und einfach komplett... Und auch nur ein Probier-Eckchen. Guck mal hier. Ja. Er macht dir ein Probier-Eckchen. Er ist nur also vermutlich den Konsum stärker gewohnt als du. Du Arschloch? Achso. Kann doch Billy nicht Nein sagen. Achso, das war Outgame. Ja, da kann sie nicht, das wäre echt unfreundlich. Ah, das Boris, du bringst mich da jetzt in die Bredouille. Ich bin eigentlich, du weißt doch, gerade auf Abruf sozusagen. Ach, ist das zu viel? Machst du mal die Hälfte, bitte? Na klar, er macht die Hälfte. Kannst du mir abpacken oder so, fürs nächste Mal aufheben, oder? Ich gebe dir sowieso noch ein Päckchen mit, dann mach ich dir wieder... Klar, kleines. Kleines, so zum Einschlafen. zum Aufwachen. Meine ich doch. Nicht schlafen, schlafen ist doch der Feindhammer beschlossen, dachte ich. Für in der Kaffee. Ja, geht auch. Also ich sag mal, ich konnte damit... mit sehr wenig auch eine Nacht richtig hart noch sehr viel trinken und das könnte gut sein. Voll da? Das könnte gut sein. War also quasi völlig sinnlos, den Alkohol zu trinken. Naja. Wieso, der schmeckt doch lecker. Genau. Ja. Das stimmt. Das weiß ich doch. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, hier, jetzt guck erstmal. Ich sag dir, feinstes Powder, das. Der Burner. Also an der Grenze kann es gerade echt keine Probleme geben, echt nicht. Wieso naja, wenn die so feinstes Powder kriegen. Ja, aber dann schmuggelt das doch jemand durch. Naja, und woher hast du das? Moment, also, da musste ich schon eine Ebene höher gehen als sonst. War schon fast ein bisschen Gangster, also zu. Wie? War schon. Woher? Boris, sprich dich aus. Wir haben doch keine Geheimnisse voreinander. Na, habe ich schon von der Worry diesmal. Habe ich auch eine größere Ladung, weil es ja gerade echt schwierig ist, was Gutes welche zu bekommen. Welche Worry? Die einzige, die was kann. Okay, das muss ich mir jetzt OT erklären. Ist das jetzt so, die Jegor-Worry? Ja, oder, genau, oder? Das ist genau die. Ah, das ist die gute Worry. Genau. Moment, darf ich jetzt, Spielerwissen wäre jetzt natürlich zu sagen, ich habe ja quasi das Kaban-Gespräch gerade gehört. Ist es auch dann die Worry, momentan Interesse daran hat, dass die Grenzen gerade so dicht sind, ne? Ja. Scheiße. Nicht gut. Oha. Und warum hast du da? Also, ich bin ja neugierig. Also, wie kam's? War ging nichts anderes, oder? Dann brauche immer mal ein bisschen was für einen Club, ne? Gerade als Betreiber willst du ja auch dann deine APs nicht. Genau. Kannst ja, ne? Gastfreundschaft. Kennst und ja. Unter Brüdern. Gerade ist es halt echt problematisch, da was Gutes zu bekommen. Und ich habe das sonst auch immer von einer Worry, weil schon größere Lieferungen, sage ich mal. Aber da musste ich diesmal quasi eine Etage höher, wurde ich da, oder war schon, also
Da passt man schon ein bisschen auf, was man da so sagt. Da ist man freundlich. Da tritt man sich auch die Schuhe ab und so. Tatsächlich, mehrmals. Ja. Auch ja. Zähneputzen, nochmal Deo, alles dabei. Unten frisch rausgewaschen, einmal kalt. Das nicht. Nicht? Das, nee. Also nicht nochmal, ja. Früh halt. Aber schön, aha. Nicht nochmal aufs Bidet vorher. Nee, tatsächlich nicht. Warum denn nicht? Aber nochmal ein Pfefferminz-Kaugummi vorher gekaut. Doch. Tatsächlich auch, ja? Schön Mentos in die Cola rein. Nee. Das nicht? Nein. Das ist doch albern jetzt. Also. Ja, okay. Doch, tut mir leid. Ich fühle mich aber auch gerade gut, ne? Ja, ich habe auch einen Herzschlag bis hoch an die Brust, ne? Ey, damit du weißt, dass es noch da ist. Das vergisst man so schnell. Aber die Brüstchen vergesse ich doch nicht. Die nicht, aber dein Herz, weißt du? Ach so. Ist ja auch größenmäßig. Ach. Das ist meine Faust, ne? So groß wie meine Faust. Und Billy gibt ihm so ein Kinnhäkchen quasi. Freundschaft. Boah, shit. Das spürst du doch eh nicht, hör doch auf. ja gerade alles. Doch. Alles, ne? Ich spür alles. Und das war jetzt der Grund, warum du mich hergeholt hast? Wegen kolumbianisches Powder hätte ich dich auch so mal geholt, weil ich meine, die Gelegenheit ist selten. Nein, aber darum geht es überhaupt nicht. Nee. Nee, der Typ. Ja. Der, war es jetzt Fedotov oder die andere? Ich hab's voll vergessen. Fedotov, ja. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Fedotov. Und genau. Der ist ja aus der Armee rausgeflogen und ich weiß jetzt auch warum. Warum? Da gab's. Der hat da. Das war ein Übungseinsatz, ne? Irgendwo ein Übungseinsatz oben der Jakutsgrenze. Wirklich noch ein gutes Stück entfernt, da wo es heftig wurde. Und da hat er halt seinen Kram gemacht. Und. Der hat's vermutlich. Ich weiß auch nicht, was er da übertrieben hat, aber. Ist einfach zu weit dann reinmarschiert, quasi außerhalb des Übungsgeländes, und da hat es dann gescheppert, richtig. Also da war gut was los. Also eigentlich waren da richtig viele Leute tot und Leute like Zivilisten? Ach, Zivilisten, nee, schon Militärangehörige. Aber auch Sanitäter und so, was immer so ein bisschen schwierig ist, aber auch ein paar, nicht höherrangige, aber schon nicht nur ein Haufen Menschmaterial, sondern auch ein paar, die wichtiger sind. Auch der war ja da viel mit den, offenbar viel mit den Söhnen zusammen, die auch so wie er halt reingeboren wurden, weißt du, von krassen Vätern, wo die Söhne halt dann auch, klar, Laufbahn vorbestimmt, Militär, mit denen ist er halt losmarschiert, und da sind die Väter natürlich, das fanden die auch nicht so gut, was da passiert ist. Ich weiß noch nicht genau, wir sind vermutlich einfach wirklich aus dem Übungsgebiet raus, in feindliche Linien rein aus irgendwelchen Gründen, und die wurden sofort zerlegt. Oh. Und kam nicht so viel raus. Und warum kam er raus? Ja, weil, wer schon, Schütze den Ranghöchsten und vermutlich auch eine Portion Glück. Hat sich rechtzeitig zurückgezogen und hat gesagt, und ihr deckt jetzt mal den Rückzug. Haben sie gemacht. Zum Ungunsten derer dann. Ja, ich weiß auch nicht, also vielleicht waren es auch Minen und er ist dann halt einfach nicht reingegangen oder so, ne? Sowas in der Richtung. Kann ja alles sein. Ganz genau ist es nicht klar, aber das ist so die Grundsituation. Und es gibt da wohl ein paar Gerüchte, dass die Militärsleute das so ungeil fanden, dass sie ihn auch... Also es war von Auftragsmordgedanken die Rede. Die haben es offenbar nicht durchgezogen. Er lebt ja noch. Aber die ist schon ein richtig krasser Hass. Und jetzt bei der bei der Grenze, da rächt er sich halt, weil auch ein paar der, also hier in Moskau werden ja auch gar nicht so wenig Waffen fürs Militär hergestellt. Das sind die halt dann für die richtig guten Truppen auch, für Schnelleingreiftruppen und so ein Kram, die dann auch mal Aztec-Waffen kriegen, weil das halt gerade der krasseste Shit ist. Und die kommen da jetzt gerade auch schlechter raus, wegen den ganzen Kontrollen, und das ist ja oben auf dem Trocknen. Das scheint wohl irgendwie da echt zwischen ihm und dem Militär, das scheint einfach noch nicht gegessen zu sein. Da brodelt noch. Der möchte den also ein Schnippchen schlagen, das ist, wo er dabei rauskommt bei der ganzen Sache, plus Geschäfte mit der Wori zu machen, oder was? Das könnte, aber ich glaube nicht, weil ich weiß nicht, ob die Wori sich mit ihm einlässt. Naja, aber wenn die Wori da ein Schnippchen mit ihm schlägt... Also sprich hier, ich möchte also nicht unbedingt der Wori in die
ist Suppe spucken, weißt du? Ja, die Worry macht ja mit jedem, der da oben was zu sagen hat, erstmal was, ne? Die machen aber eigentlich immer mehr mit den kleineren Sektionen. Also mit den kleineren Beamtengraden, weil die sind leichter austauschbar, falls die mal kompromittiert werden irgendwie. Weißt du? Ja, verstehe ich schon, aber. Und die sind auch weniger teuer. Und das sind dann ja, halt viele. Kann schon gut sein, dass da was läuft, aber weiß ich nicht. Hört sich nicht so gut an. Um ehrlich zu sein. Weiß ich auch gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Meinst du, das Militär hat immer noch Interesse daran, dass dem Schlechtes passiert? Also er hat schon echt richtig viel Hass. Also auf sich gezogen. Weil das ist, du kennst doch die Gangsterfilme, wo dann der Sohn, also wo du so ein solider Gangsterboss, der macht da halt seinen Shit und er hat sich hochgearbeitet und ist voll der krasse Typ. Und der Sohn ist einfach übelst das verwöhnte kleine Wichskind, der nur Scheiße baut und dann am Ende stirbt er meistens noch und was weiß ich, was da halt immer so ist. Und der ist ja das bloß beim Militär. Und solche Typen, die hast du ja auch richtig krass, weil die kriegen ja vielleicht noch irgendwelche Privilegien und so einen Scheiß, den die anderen nicht haben und können am Ende nicht viel. Und der konnte ja offenbar auch nicht viel. Der hat es ja auch nicht jetzt in der Zeit, wo er beim Militär war, so weit gebracht, weißt du? Rotzke also. Genau. Also, wie kommt man so einem bei am besten? Ja, das meine ich ja. Verzogenes Rotzke. Verwöhntes Rotzke. Wie kommt man so einem bei am besten, ey? Gute Frage. Ja. Der, ich frag mich das gerade laut. Ich meine, der Spiegel hat ganz schön gescheppert, deswegen. Ach so, ne? Da sind wir jetzt voll da. Mein Gehirn läuft auf Hochzahldrehungen. Also ich habe auch gerade auf Tacho geguckt und da ist also. Nee, pass auf, wie kommt man dem bei? Das ist eigentlich. Eigentlich ist es gar nicht so krass schwer. Ich meine, der Typ, ne? Solche, ja. die. Also ich weiß ja nicht, wie man was zu machen ist, aber die. Die begreifen ja nicht, dass sie einfach richtig scheiße sind und warum alle die hassen. Die denken immer noch, die sind die Geilsten. Und ich glaube, da musst du rein. Meinst du, der steht bei seinen Alten unterm Fittich? Das weiß ich nicht, was da zu Hause läuft. Na, was ich gehört habe, ist, dass er halt rumfickt die ganze Zeit mit irgendwelchen Schnitten. Ja, das ist ja genau, da hat es dir ja gezeigt, ne? Was er so ungefähr, ja. Ja, aber da habe ich nichts Konkretes in der Hand. Und dass er die Alte dann immer ausführt. Und die halt krass frustriert ist, ne? Es ist halt. Ich weiß nicht, ob der da so unter dem Pantoffel steht. Ich glaube, der macht das einfach nicht, und ne? Die weiß auch, dass er nicht rauskommt aus der Sache. Die ist ja, weißt du, was ist denn die ohne den? Arme Frau, ey. Schwer, schwer, schwer. Weiß man gar nicht, was man sagen soll dazu. Wusste ich auch nicht, war richtig krass. Militär, sagst du. Sowas. Nee, da so möchte man ja eigentlich auch nichts mit zu tun haben, ne? Ja, kommt immer drauf an, wem. Ich meine, da gibt's ja auch überall, ne? Wir sind ja mal hier in Russland, da weiß man, wie es läuft. Und dann auch, welcher Dienstgrad, ne? Also, willst nicht mit allen was zu tun haben, auf gar keinen Fall, ja. Aber. Gerade jetzt momentan auch, wo die mit Raputnik rummachen, nicht unbedingt, ne? Ja, aber es ist ja hauptsächlich die Forschungsabteilung noch, die, ne? Ja, nichtsdestotrotz. Moskau, ja, Raputnik, Militär, das. Ja, aber ist das Raputnik so schlimm? Naja. Trotzdem, du hast ihm nichts erzählt von dem ganzen Shit, ne? Nee, ja, da genau. Weiß er nichts von. Ich meine, da gibt's ja echt krassere Scheiße. Krassere Scheiße, die man weiß. Ja. Das man weiß ja nicht, was die Großen so treiben, ne? Du hast recht, ich mach das einfach anders. Wir sind erstmal alle scheiße, klar. Da sind wir uns einig. Und wir wissen es sowieso nicht, deswegen halte ich mich einfach raus, du hast recht. Rabutnik scheiße. Egal wer, scheiße. Alle scheiße. Hast du recht. Scheiße, aber deswegen sind wir da nicht drin. Deswegen sind wir da ja einfach rausgeblieben. Ausgeblieben. Und picken die Krümel auf, die übrig bleiben. Aber. Gut geht's uns trotzdem. Die guten ja. Krumen, ne? Ja, ja. Möchte ich jetzt gar nicht so. Man kann bestreiten. Man kann schlechter treffen, so. Och, ich beschwere mich nicht. Nee, mir geht's auch gerade richtig gut. Na, wunderbar. Haben wir noch einen Wodka da stehen irgendwo?
So ein Büffelgras. Ja, habe ich. So einen schönen Krasovka. Ich habe auch. Nee, ich hab auch einen mit Stielen, falls du so. Ja, kann, muss, nicht. Ja. Naja, ich wollte es angeboten haben. Weißt du, du hast gesagt, in der Herzenssorte, ich dachte, jetzt kann man ein bisschen runterkommen. Was? Was ist da? Wie? Was? Was? Wo? Du hast ja eben gesagt, das Herzen ist da? Dein Herz ist so doll am Rotieren und ich dachte, wenn wir da jetzt einen mit Stielen trinken, da geht's runter. Ach so, ja klar. Na, siehste. Machen wir doch schön. Schönes Viertel Saftglas mit Stielen, da düster weiße Bescheid. Düss? Wieso düss? Weil ich dir sage, was da jetzt auf dich zukommt. Das war OT. Ja, ja, das geht. Genau. Ja. Wenn du sagst Stielen, jetzt, warte mal, Stielen, was meinst du jetzt mit Stielen, OT? Was meine ich denn wohl mit Stielen, Junge? Aber wo wir gerade bei OT sind, ne? Krasovka ist polnisch. Nein. Doch. Wurde aufgekauft und nur noch in Russland produziert. Oh, Entschuldigung. Von Raputnik. Ich hatte es auch gerade im Kopf, aber ich kenne keinen anderen Wodka, der Stiele drin hat. Ich meine, der Grashalm drin hat. Stiele hat kein offizieller Wodka, das ist richtig. Büffelgras? Nein, kein Büffelgras, das ist schon was mit THC. Ach, das Zeug! Ja, die Stiele. Das weiß ich doch nicht. Ach so, na, keine Ahnung, ich dachte, wir verstehen uns. Nee, ist ja richtig. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Nicht immer, ist ja korrekt. Aber, ich kenne ja jetzt auch nicht alle Drogen auf der Welt, ey. Das hat ja, nee, das ist ja auch, also, pfui. Pfui, 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 Drogen sind verlogen. Aber wo ist denn mein Bierchen? So, erst mal nee, genau, also das würde dir jetzt auf jeden Fall kredenzen. Ja, dankeschön. Das nehme ich natürlich lächelnd mit Brüstchen schäkernd an. Du hast dir vorhin den Mund gebrochen, ja? Wie bitte? Ja, du hast dir vorhin den Mund gebrochen. Ich habe mir ein wenig in den Mund gebrochen. Entschuldige bitte. Brüste sind toll, frag mal Kaban. Nee, ist auch so. Jo, Brüste sind geil. Gell? Wir haben doch halt Männerrunde, Titten. Richtig. Das ist auch mal klar. Uli, Uli, Uli. Meine Liebste ist gerade in der Küche, jetzt kann ich nur Titten sagen, aber jetzt muss ich aufhören. Ich hole mal eben kurz meine Pizza, ne? Ich bin mal wieder. Ey, das, ne? Du weißt schon, das mit dem Pantoffel, das müssen wir aber noch klären. Ne, da stehe ich drunter, ey. Ich verkörper ja auch mit Billy eigentlich meine Liebste. Die ist zwar keine Transgender, aber oh Gott, was ich gerade wieder laber. Ey, hör auf, ey. Zum Glück nimmt das keiner auf, du. Das wäre richtig schlimm nur. Ach Gott, wenn das mal jemand hören würde im Internet. Ich glaube, ich werde dir das einfach auf Englisch übersetzen, so gut ich kann, und dann einfach mal kurz, da willst du auch Bescheid weiß. Nee. Du fixst dich gerade mal bitte selbst jetzt. Ja, so nebenbei, kann das schon passieren. Na gut. Einer muss ja. Ach komm, Oli Rin haben wir gesagt. Hatte ich schon fast wieder vergessen, muss ich sagen. Nee, Hallo, entschuldige bitte, das gehört ja schon fast zur Runde dazu jetzt. Es gehörte mal einiges zur Runde. Wir haben eigentlich nichts ausgelassen. Wir haben Mühe. Ja, Billy wird dann noch mit Boris so ein bisschen rumschäkern und Spaß haben, Menge. Mhm. Wahrscheinlich nochmal eine ganze Menge tanzen und dann irgendwann wird sie heimgehen. Sie wird nicht nochmal am Spiegel riechen. Nicht, ich unterstreiche das nicht hier ganz klar. Würde er ihr auch gar nicht anbieten. Er würde sich nochmal was parat machen, aber auch nur fürs Zahnfleisch, damit es ein bisschen, damit er weiß, dass es da ist. Und dann ist er okay. Klar. Und er hat ja gesagt, er packt ihr was ab, das kommt in den Kühlschrank. Ja genau, das kriegst du noch. Kommt ins Eisfach schön, mikroskopisch abgepackt. Good stuff. Und dann wird Billy ihrem Mediendrang nachgehen für den Rest des Abends. Das ist richtig krass, was da abgeht. Im Medien, ja. So für morgen, für die Parade. Ja, da auch. Nee, aber es ist einfach gerade alles richtig krass. Wer spielt denn Klavier dieses Jahr auf der Parade? Es wird dieses Mal kein Klavier gespielt. Aha. Es kommt dieses Jahr ein französischer Opernsänger. Nee, nicht Opernsänger, den haben wir ja jetzt schon. Scheiße. Es kommt also dieses Jahr. Nee, ja. Da gibt's nämlich keine Musik. Da ist nämlich auch mal Schweigen angesagt. Da gibt's halt nur die Militärmusik bei den Märschen. Aber dann besinnt man sich dieses Mal halt auch Märschen. Einfach darauf, dass da ja auch Leute gestorben sind. Und da muss man auch mal die Fresse halten können. So. Wie kein Militärmarsch? Ja, den schon. Bei den Märschen gibt es Musik, die Militärmusik. Ja. Und sonst
keiner. Es gibt dann abendliche Programme, da wird aber, da sind Lesungen, sind da der Shit. So. Und so weiter. Dann mag es auch noch so Ballmusik für Tanzabende geben, für das gehobene Volk, aber kein spezieller Musikmacher. Schostakowitsch. Schade. Ja, dann nicht, ne? Nee, kann ja auch nicht jedes Jahr. Nee, kann ich, das ist, ne? Schade. Kann man sich gar nicht leisten. Bin es traurig. Es ist mir einfach zu spät aufgefallen. Es tut mir leid. Möchte auch sein. Hattest ja jetzt auch nicht genug Zeit, während dem ich weg war und Da habe ich doch nicht einmal in den Kalender geguckt. Mhm. Nee, ist okay. Wir sind ja auch lang gesprungen. Wir sind ja weit gesprungen, ne? Wir sind ja weit gesprungen. Ich weiß gar nicht, welchen Ton ich jetzt einblenden soll, um meine Abneigung dir gegenüber jetzt irgendwie auszudrücken. Das ist unglaublich. Den Applaus, den mag am wenigsten. Ja, aber das passt gerade nicht, weißt du? Du bräuchst doch eigentlich so einen würgenden. So einen das ist mir wirklich zu vulgär. Also, das machen wir. Wie bitte? Ja, also, ein bisschen Niveau. Vulgär? Wir im Gulag? Ey, es ist zu vulgär. Olli hat recht und den längsten. Sehr gut. Sie hat die schönsten, oder? Jetzt mal ohne Witz. Manchmal, ja. Mhm. Ja, gut. Wunderbar. Auf jeden Fall. Ja, solltest du mal tun, das würde dir gut tun. Ich will nicht so viel Scheiß labern wie du. Das ist dein Job. Nein! Flummi, bei Frauen, wenn die viel reden und Unsinn reden, dann ist das okay, dann ist das voll, weißt du, oh, die sind halt. Und bei Männern, da kommt das nicht gut. Die sind dann einfach scheiße und nervig. Ja, das verstehe ich, warum. Ne Lump. See. So. Machen wir eigentlich gerade noch irgendein Intro oder Outro? Wir sind im Outro. Achso, okay. Ich fände es übrigens lustiger, wenn unser Spielleiter sich Lumpiger Schänder nennen würde. Anstelle von Schändlicher Lump. Schändlicher Lump, ja. Lumpiger aber oder. Sonst passt Lumpische. Doch. Was? Sehr gut. LS? LS ist doch aber nicht Leiterspiel? Ein Leiterspiel, genau. Das ist der leitende Spieler. Wieso Spieler? Er spielt halt mit die NPCs und so. Mach mal du lieber die Legal Rights, Deli. Ich kenne die doch kein Stück. Willst du aber Zeit, dass du das jetzt lernen. Genau. Das sagt Flummi, weißt du? Was denn? Gut, ich... Flummi, dann zeig mir die doch mal bitte. Nee, die hat's beim letzten Mal machen. Ja, ich wollte schon sagen, turn. Ich musste das schon machen. Alleine, ganz alleine. Ohne Hilfe. Mimi. Nur mit meinen Brüsten. Haben wir die irgendwo mal aufgeschrieben? Deli, du darfst. Ja, ohne Scheiß mal. Jedes verfickte unter jedem Video zum Beispiel. Genau, dankeschön. Unter jedem Video. Geh auf scheiß YouTube und guck unter unser Video, da steht alles. Also möglichst unter das Neueste, da sind dann auch die neuesten Dinger mit bei. Ja, Creative Commons mit Quellenangabe und weiterverwenden. Die neuesten Legal Rights quasi und die neueste Creative Commons License. Aber nimm nicht die Let's Play, da sind nämlich andere lizenzrechtliche Dinge drin. Okay, warte mal, zurück. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Denke ich mir auch immer. Och Gott. Du. Einmal mit Profis spielen. Übrigens. Ja. Muss ich mich einlesen? Ich muss mich da einlesen, das ist ein Dreizeiler, Alter. Ich muss mich das mal eben einlesen. Alle. Ah, das dauert mir jetzt so lange. So, Creative Common hier, 4. Waren wir schon bei 4 oder bei 3? Bei 4 waren wir, ne? Erstmal, da steht dann nicht. Die neueste, genau. Oh Mann. Also, da steht Lizenz, Creative Commons Lizenz mit Quellenangabe, ja super. Das wäre wahrscheinlich Shadowrun von der Marke Tops oder so. Und irgendeine andere Marke. Wie? In den USA, genau. Genau. Und in Deutschland? Pegasus? Genau. So, und dann
die Musik von den Leuten, wie hießen die? Das steht sowohl im Forum als auch unter dem Video. Unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, Entschuldigung, Mann, ich kann mir sowas nicht merken. Ernsthaft? Da, dann irgendein Speicherplatz wird gelöscht, wenn er sich das jetzt merken muss, dann vergisst er, wo er wohnt oder so irgendwas. Wie er heißt? Ja. Wie geht man nochmal auf Toilette? Also, das werde ich nicht so schnell vergessen, hoffentlich. So, jetzt Mucke, komm, go. Russian Tango von Mad and Mad. Hey, cool, hier, steht sogar. Danke, danke, danke. Den hast du jetzt aber echt verdient, Junge. Ja, ey, hallo. So, 90-jährige Kinder haften für ihre Eltern bei uns übrigens. Das muss da auch mal gesagt werden. Gott, finde ich nicht. Mir so leid. Finde ich nicht, das hätte einfach auch. Wer es bis hierhin geschafft hat, ich wollte jetzt nur mal angeben, ganz offiziell, ich liebe Trolli nicht.